Hallihallöchen, ist keine wirkliche Folge jetzt hier, sondern eher so eine Zwischenfolge, wird auch der Titel wahrscheinlich sagen. Also es ist keine ganze Zahl, sondern wahrscheinlich eine 0,1 oder 0,5 Zahl, je nachdem. Es ist für mich ein bisschen zu spät zum Aufnehmen. Ich habe nämlich andere Sachen gemacht und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ja, unsere Kartoffeln habe ich geerntet, die habe ich vergessen zu ernten. Und natürlich habe ich jetzt einen schönen Smiley mit 4 Ananassamen. Das ist prima, ne? Die pflanze ich dann auch schon mal gleich an und nicht wundern, dass wir ein oder zwei Tage später haben. Ach ja, das ist prima, ne? Jetzt können wir eventuell so, ich weiß nicht, ja, wie viele könnten wir kriegen? So 5 bis 10 Level 2 Ananas und ich habe nochmal nachgeschaut. Der Faktor, wie der Preis ausgerechnet wird, ist die Levelzahl zum Quadrat mal den Preis. Also nicht so eine komplizierte Gleichung. Das heißt, wenn jetzt eine Sache beispielsweise 60 Gold kostet, dann ist Level 1 60 mal 1, also 60 mal in Klammern 1 mal 1. Und wenn dann halt Level 2 ist, dann ist halt 60 mal, Klammer, 2 mal 2. Das heißt, 60 mal 4. Toll, ne? Also, dann gieße ich das Ganze noch schnell. So, also nur so als kleinen Exkurs in die Harvest Moon Denkweise. Finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Denkweise. Und ihr könnt das ja mal gerne durchrechnen, was bei Level 100 bei rumkommt. Oh, gar kein Wasser mehr. Das ist schon eine ordentliche Summe, also wir werden dann auch wahrscheinlich kein Problem mehr haben, uns eventuell mal Goldholz zu leisten. Also dann können wir ganz edle Gebäude bauen. Und nicht wundern, wie gesagt, dass die Folge so kurz ist. Es ist einfach nur kurz, dass ich das zeigen wollte. Ich habe ein bisschen unsere Sachen verkauft, also 1500 Medaillen habe ich mir erspielt und ich glaube, ja, 1500 habe ich auch einfach durch Geld geholt. Also... ja. Aber nun denn, bis zum nächsten Mal. Tschö.